Hallo meine Freunde, mein Name ist Tomageddon und willkommen zurück zu ARMS, der Global Test Punch Version, wo wir uns gerade befinden. Das Ganze ist kostenlos. Wir befinden uns im zweiten Part. Ich bin mega gehypt, auch wenn ich ehrlich gesagt im ersten Part so ein, zwei Schwierigkeiten hatte tatsächlich. Inwiefern ich diese Schwierigkeiten hatte, ist glaube ich schwer zu beschreiben auf jeden Fall. Mit der Steuerung erstmal. Ich konnte mich irgendwie kaum bewegen, hatte ich so immer wieder dieses Gefühl. Wegen immer, wenn ich so zum Beispiel nach rechts gegangen bin, ist unser Charakter nach links gegangen. Wenn ich boxe, geht der Schlag, also wenn ich zum Beispiel so einen Schwinger mache, geht der Schlag so nach außen, obwohl das gar keinen Sinn ergibt. Ich weiß nicht, ob es wirklich an mir liegt, aber werden wir auf jeden Fall gleich sehen. Und natürlich müssen wir mal wieder im Endeffekt so einen blöden Kampf erwischen, nicht wahr? So ein Dreierkampf. Ich hab's lieber so 101. Muss ich ehrlich zugeben. So, wir benutzen mal den Knaller. Man kann aber, glaube ich, auch anders spielen, habe ich so das Gefühl. Ah, mal gucken, wie wir das anstellen werden. Ich werde mir... Ja, natürlich. Bitte such dir doch erstmal den, gegen den du kämpfst. So, den ziehe ich mir rüber. Natürlich wurde ich von Helix wieder weggeholt hier. Auf jeden Fall könnt ihr mir auch ganz gerne unten in die Kommentare hineinschreiben, wie ihr dieses Spiel findet. Wegen ich spiele es momentan echt lieb gerne. So, in your face. Ja, jetzt holt er sich zu mir. Das wäre cool, wenn wir irgendwie... Ja, wir sind auf jeden Fall schon mal besser unterwegs in diesem Kampf. Jetzt Helix holen, Helix holen, Helix holen, Helix holen. Ducken, weg hier. Da haben wir auf jeden Fall schön gepuncht. Jetzt, wo wir freie Bahn hätten, hätten wir uns einen snaggeln können. So, sehr schön. Da hat er sich uns geholt. Und der zieht so viel allein. Ducken, ducken, ducken. Komm. Ich mach doch. Das ist Betrug. Das ist Betrug, Freunde. Ich halt doch meine Deckung und nichts funktioniert. Ja, schön. Was kann ich denn dafür, wenn die Joy-Cons so super funktionieren? Wirklich. Das hat nichts mit Skill zu tun, sondern mit einer Konfiguration. Alter, ohne Witz. Ja, komm, Helix, geh weg. Deine Mama stinkt hart nach Magie. Naja, Kämpfer ändern. Also, wir können in der Lobby auch den Kämpfer ändern. Sehr schön. Ninjara, mal gucken, was du kannst. Ich hoffe, du bist eindeutig besser als die anderen Kämpfer. So, der Kampf beginnt gegen Winkelberg, aka Helix. Also, die beliebtesten Charaktere, wie man sieht, sind zum Beispiel Helix und dieser Große. Deswegen würde ich sagen, spielen wir die auch gleich mal direkt. Eventuell punchen die ja mehr im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir uns schon mal in diesem Spiel befinden. So, Rausschmeißer und Chuck Arm. Ich weiß auch nicht, ob verschiedene Kombis gut sind, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall... Ja, kein Wunder, man trifft ja immer damit gefühlt. Na, ja, halt die Deckung, halt die Deckung, halt die Deckung. So, wir holen uns ihn zu uns. Ah, schön ausgewichen. Ah, der spielt auf jeden Fall mit Sprüngen. Der hat, glaube ich, ein bisschen mehr Erfahrung hier. Steh bitte auf, steh auf. Ja, sehr schön. Man muss mit Sprüngen hier arbeiten. Na, da hat er sich wieder zu mir geholt. Ich glaube, das ist eine der besten Taktiken, die man überhaupt machen kann. Springen und ihn zu uns holen, so gesehen. Ah, wir können sogar teleportieren. Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe keine Ahnung, wie ich das angestellt habe, aber... Ja, sehr schön. Wieder zu uns geholt und ein Punch ins Face. Jetzt am besten wieder mit dem Dreher. Ich muss mehr mit der linken reinhauen. Ah, ich kann mich... Ich habe keine Ahnung, wie ich mich teleportieren kann, aber... Es scheint ja zu klappen, theoretisch gesehen. Vor allem, was das für ein behinderter Strahl, den er immer abschießt. Ah, komm. Jetzt... Ah, komm, 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 komm. Ey, guckt euch an, wie schnell wir kämpfen. Ein Sieg, bitte, ein Sieg, komm. Ein Sieg, ein Sieg, ein Sieg, ein Sieg. Oh, da fehlt nicht mehr viel, wir sind tot. Schade, Marmelade, aber wir werden auf jeden Fall schon mal besser. Boah, ey, das ist aber ganz schön warm. Vor allem, heute ist es generell ein sehr warmer Tag. Heißester Tag der Woche ungefähr. Ich nehme das ganze Jahr am Samstag auf, ergibt auch Sinn. Ich nutze, by the way, den Slot Samstag von 14 bis 15 Uhr. Ja, geht fit auf jeden Fall. Das Spiel ist mega lustig. Das erinnert mich wirklich an Wii Sports damals. Oder was gab es noch für lustige Spiele? Wisst ihr, was ich meine? Wii Sports Resort war auch so. Da gab es immer so einen Schwertkämpfer-Modus. Und dieser Schwertkämpfer-Modus ist bis heute legendär. Ich saß Stunden davor, bis ich es endlich geschafft habe. Okay, wir sind jetzt wieder in Teams unterwegs. Ah, ich würde tatsächlich den Shark Arm benutzen. Ist, glaube ich, das Sinnvollste. Okay, halt die Deckung, Bruder. Wenn ich so den hier mache, sieht hier mein Face nicht. Aber ihr müsst es auch nicht sehen. Es geht hier nicht um mein Gesicht, Freunde. Es geht hier um den groben Sieg. Komm, ich muss mir einen zu mir holen. Ich muss mir einen zu mir holen. Als wenn sich einer... Komm, 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 komm. Ich muss, glaube ich, viel mehr... Komm, sehr...
Ich habe mir den Gold. Ah, diese Teamkämpfe sind echt schlimm. Ich glaube, das Einzige, woraus diese LPs bestehen werden, ist Arg und ey, habe ich doch gemacht und Betrug. Verbündete am Boden, ja, was soll ich denn tun? Als wenn meine Verbündete schon weg ist. Baller, baller, baller. Hör, 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 hör. Deckung, 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 Deckung. Halt doch die Deckung, meine Fräsen. Ja, was bringt mir denn die Deckung? Gar nichts. Boah, das LP wird, glaube ich, echt nur aus Schreien bestehen. Aber seht ihr das denn nicht? Ich halte meine Deckung und kann einfach nichts damit machen. Ja, es sieht so putzig aus, wenn ich mit meinen Joy-Cons die Deckung halte. Ey. Wir haben bis jetzt nicht ein einziges Mal gewonnen. Nicht ein einziges Mal. Das kann ich nicht so auf mir sitzen lassen. By the way, könnt ihr mir auch ganz gerne unten in die Kommentare hineinschreiben, ob ihr euch im Endeffekt ein LP davon wünscht. Also ich denke mal, da wird auf jeden Fall ein LP kommen. Mit der Community, perfekt eigentlich. Ich wollte mich schon immer mal mit der Community boxen. Das ist die Gelegenheit dafür, glaube ich, einfach mal. So online-mäßig zumindest. So 101 ohne Cousins. Wobei wir auch mit Cousins gerne machen können. Treten ist aber hier nicht erlaubt, wie wir gesehen haben. Deswegen nur mit Boxen reinschlägen und Haare ziehen ist auch nicht erlaubt. Ah, cool, okay, das wird wieder ein Doppelkampf. Wir haben jetzt diesen komischen Riesen. Ich glaube, seine Schläge hauen mächtig rein, aber die dürfte nicht allzu große Geschwindigkeit besitzen. Ich würde erstmal diese Kugel nehmen. Ich glaube, die ballern auf jeden Fall rein. Vor allem, wer ist das da hinten? Sieht aus wie so ein DLC, den man sich holen kann. Okay, der ist sehr langsam, sehr langsam. Und wenn ich meine sehr langsam, meine ich sehr langsam. Aber ich glaube, wir halten mega viel aus. Kann das sein? Ich kann echt nicht mit dem kämpfen. Der liegt mir, glaube ich, nicht. Okay, okay. Wir kümmern uns jetzt, glaube ich, um diese Person da. Die will aus Maul bekommen. Ja, aber wir bekommen, glaube ich, eher aus Maul. Kümmer dich auch um den anderen Gegner. Hä? Putz! Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, mit wem ich in einem... Ach, das ist gar kein Teamkampf, ne? Ja gut, habe ich gesagt. Und wir werden natürlich letzter, ne? Weil ich einfach nicht durchblicke in diesem Spiel. Vor allem, wenn man sich wirklich mit diesen Nunchucks bewegen könnte, das wäre sowas von geiler. Komm, ich gehe direkt in die Lobby. Ich muss mir das Spektakel ehrlich gesagt nicht mehr angucken. Der Kämpfer ist echt für Müll. Wir nehmen direkt Helix, weil Helix, glaube ich, cool ist. Der dürfte, glaube ich, eine höhere Geschwindigkeit besitzen als andere. Aber dennoch wird das Ganze einigermaßen komfortabler als jetzt mit den anderen Kämpfern, denke ich mal. Ist halt ungefähr wie bei Mario Kart. Jeder einzelne Kämpfer besitzt andere Stats und ja, hier ist es genauso. Aber man sieht die Stats, glaube ich, nicht. Man hat nur dieses Gefühl und boah, ich schwitze echt wie sonst was, wirklich. Das ist halt immer, wenn man auf dem Dachgeschoss lebt und als YouTuber im Sommer aufnehmen will. Das klappt so an sich echt selten. Naja, Freunde, nächster. Professionalität pur, wie immer am Start. Okay. Ist das jetzt normales Kämpfen? Volleyball? Ich will ehrlich... Okay, Volleyball ist bestimmt auch eine lustige Option. Wenn natürlich die Schläge so verlaufen würden, wie man will. Aber das ist natürlich auch nochmal eine große Frage. So, ich würde tatsächlich einmal Phalanx nehmen und Blobber. Das haben so an sich, glaube ich, die meisten gespielt. Naja, auf geht's. Ich würde mich ganz gerne gut bewegen. Ja, sehr schön. Der Ball ist schon mal rübergekommen. Einfach schlagen, habe ich so das Gefühl. Ah, cool, das andere ist wie so ein Schutzschild. 1-0 steht es momentan. Über geht's. Aber irgendwie treffe ich gar nicht den Ball, kann das sein? Was soll ich denn tun? Die Schläge sind total ungenau gefühlt. Ich kann aber noch so einen gedrehten. Okay, der gedrehte Schlag bei mir ist genau. Aber dieses Gehen halt, ne? Ich weiß echt nicht, wie man geht. Das ist irgendwie... Ich versuche mal jetzt ganz normal zu gehen. Wir versuchen mal gleich ganz normal irgendwas zu spielen. Nicht im Online-Modus, sondern echt einfach nur so im G-Modus, sage ich einmal so. Okay, rüber geht's. Spiel rüber, mein Duderino. Oh, 2-0, verdammt. Okay, wir holen das Ding nach Hause. Wir holen das Ding nach Hause. Wir holen das Ding nach Hause. Ich hoffe, man kann gleich seine Steuerung umstellen. Das werden wir auf jeden Fall testen. Wenn das wirklich möglich ist, so zu laufen. Ich laufe auf jeden Fall so. 3-1 verloren. Schade, Marmelade. Weil ich einfach nicht laufen kann. Das hört sich irgendwie an wie so ein 9-jähriges Kind, was gerade versucht, laufen zu lernen. Aber wir sind die Sieger, Freunde. So muss es auf jeden Fall aussehen. Kann man mit leben. Auf jeden Fall. Okay, abbrechen. Lobby verlassen. Ja. Einmal ganz kurz. Okay, Hilfe. Nein, Arms-Diagramm, Arms-Report. So, lokal geht nicht. Wir können nur Standardkampf spielen. Grand Prix gibt es sogar später. Ich bin gespannt, wie der Story-Modus aufgebaut sein wird. Wird auf jeden Fall... So, Spielsteuerung nochmal ganz gerne.
Das Bewegen funktioniert irgendwie überhaupt nicht so. Aber es gibt sogar mehrere Möglichkeiten. Ganz ehrlich, ich versuche jetzt mal nicht mit der Bewegungssteuerung zu spielen, wo, glaube ich, der Spielspaß echt leiden wird. So, Ziel wechseln ist hier. So, springen, sprinten, Schlag, ah, okay. Ich versuche es tatsächlich mal so, wegen alle spielen in irgendeiner Form ja gemeinsam. So, Helix. Verbindung wird hergestellt. Ich versuche jetzt so zu spielen, aber mit der Bewegungssteuerung ist es immer noch am lustigsten. Also es wäre echt gut, wenn Nintendo es im Endeffekt so machen würde, dass im Endeffekt die gegeneinander spielen, die mit Controller spielen, und die gegeneinander spielen, die im Endeffekt, ja, mit Joy-Cons zu spielen. Habe ich gerade zweimal dasselbe gesagt? Das sind meine ersten Aufnahmen heute. Ich muss erstmal richtig warm werden. Obwohl es sehr warm draußen ist. Ich glaube, das wird jetzt von der Steuerung deutlich bequemer hier. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann raste ich irgendwann aus. Ja, meine Steuerung wurde direkt erkannt. Jetzt guckt es euch einfach an. Jetzt guckt es euch an. Okay, ich glaube, jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Ah, und man schlägt die Schläge. Also, man steuert die tatsächlich dezent anders. Ah, das Coole an Helix ist ja im Endeffekt, du kannst diese Schläge noch auf so einen, auf den Boden baumeln lassen. Ah, da hat er mich wieder bekommen. Es ist auf jeden Fall was anderes als vorhin. Kann ich mir die eine rüberziehen? Ja, die kann ich mir auf jeden Fall rüberziehen. Sehr schön. Und guck mal auf einmal, wie schön das klappt. Einmal die rüberziehen. Ah, das klappt auch nicht. Ich sollte mehr springen auf jeden Fall. Oder boxen. Boxen wäre auch eine Option, nicht wahr? Jetzt boxt mich noch nicht von hinten. Das Spiel gibt mir Aggression, ohne Witz. Nee, ganz ehrlich, ich spiele wieder mit Bewegungssteuerung. Da spiele ich lieber beschissen als so. Ja, aber ich verstehe das ganz ehrlich nicht. Irgendwas stimmt hier nicht in der Steuerung. Da würde ich mir auf jeden Fall irgendwie was Besseres wünschen. Das macht sau Fun, aber wenn du nichts geschissen bekommst, wegen, wenn du schlägst, dann möchte ich genauso schlagen, als wenn ich jetzt so schlagen würde mit diesen riesigen Fäusten. AKA Armen. Das muss doch machbar sein. Ein Kampf noch, Freunde, und dann beenden wir wie immer den Part. Ich denke mal, so 12 Minuten ist immer optimal. Kann man sich so zwischendurch mal anschauen. Ist besser als so 25 Minuten Parts. Vor allem, wo ich die ganze Zeit nur so rumbrülle und so ey, ey, ey mache. Auf geht's, Freunde! Wir klatschen mit unseren Joy-Cons. Ich glaube, das dürfte uns auf jeden Fall Glück geben. Und natürlich gibt's wieder einen Teamkampf. Teamkampf ist echt ohne Witz eine der blödesten Dinge hier, finde ich persönlich. 1v1 finde ich echt gut. Aber Teamkampf, ne? Ja gut, da kannst du deinen Teammate in irgendeiner Form unterstützen, ist das Ding. So. Auf geht's. Ich will mich gerne bewegen. Und bewegen funktioniert schon mal nicht. Sehr schön. Wenn man irgendwie... Ja, sehr schön, komm. Ah, da hat ihre Teammate-Tin, oder wie man die nennen kann, auf jeden Fall stark geholfen. Ach so, man kann sogar so einen Strahl abfeuern und gleichzeitig mit der linken, rechten schlagen. Oder je nachdem, wo man das hat, ne? Okay, das merke ich mir. Bitte fokussier doch. Noch ein Gegner. Das müssen wir diesmal schaffen. Komm, noch einmal, noch einmal. Ich muss mein Teammate stolz machen. Mein Teammate hat, glaube ich, das meiste gemacht. Aber unser erster Sieg, Freunde. Ich glaube, damit können wir perfekt diesen zweiten Part von Arms beenden. Und ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Part von Arms Global Test Punch. Und ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye.